Yo, hallo Leute, willkommen zum 46. Part von Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask. Letztes Mal sind wir stehen geblieben vor irgendwas mehr oder so. Und da ist es doch nur anders. Und wo sind wir jetzt? Epische Musik. Ey, das kenne ich doch irgendwie aus Melee. Schädelküste. Da müsste jetzt eigentlich so eine Schildkröte oder so kommen. Yes. Das ist irgendwie... Oh, fuck. Wollte ich gar nicht machen. Was ist hier? So eine Fläche. Zwei Boote. Ja. Gehen wir erstmal hier rein. Natürlich ohne Erkundung. Na? Ja, chill mal hier, Puna. Ups. Und was ist hier denn so? Spinnenhaus am Meer. Habe ich Bomben? Ja. Aber ich denke, ich brauche hier diese, diese richtig fette Bombe da, hier, Pulverfass. Oder? Kabum. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier rein bin. Will ich überhaupt hier rein? Ich weiß nicht. Komm ich da ran? Ich glaube eher nicht. Oh mein Gott, Enterhaken gibt's ja auch noch. Ich denke, ich krieg im Wassertempel den Enterhaken. Eine Skulptur, ja, komm. Kann ich... Versuchst du in dieser Form auf dein Pferd zu steigen, du... Wirst du das... Versuchst du in dieser Form auf dein Pferd zu steigen, wirst du das arme Ding platt machen? Er hat schon was geboren, ne? Und was ist hier drin? Oh, Seepferdchen! Damit kann ich reden. Hilf mir bitte, bring mich in die Gewässer und alles. Interessiert dich dieser Fisch? Das ist ein sehr seltener Fisch. Man nennt ihn Seepferdchen. Ich habe ihn in der Nähe Nadelfelsens gefangen. Na, da er, wie gesagt, sehr selten ist, dachte ich daran, ihn am Karneval zu verkaufen. Doch wenn du willst, kannst du ihn haben. Unter einer Bedingung. Hast du ein Bild von einem weiblichen Piraten? What? Was ist das? Ein weiblicher Pirat. Irgendwie erinnerst du mich an irgendwen. An diesen Bohnenfresser aus Ocarina of Time. Weiblicher Pirat. Du armes Vieh, ey. Kann ich dich nicht irgendwie befreien oder so? Scheiße. Ja, sorry, Kumpel. Warum ist hier so epische Musik? Epona, ja, chill. Ich komme ja. Und hier müssen irgendwo diese Bäume kommen da, diese epischen. Ja. Ich will mal dahin. Kann ich überhaupt ins Wasser? Muss eigentlich. Was ist hier denn? Die Piraten-Touristen sind nicht willkommen.
Seestern. Nein! Geh weg, du hässliches Vieh. Ich hasse dich, ey. Was macht das Ding hier, ey? Und dass du nur auch so riesig bist. Oh, das finde ich sehr toll. Das sind Fässer. Was hat es mit den Fässern auf sich? Wir werden es herausfinden. Ups. Und da fällt ja auch noch runter. Spaß. Die sind sogar am Boden, im Wasser. Oh mein Gott. Piratenluft. Da hinten. Ich geh da mal hin. Ich hoffe, hier kommt nicht irgendwie Gegner oder so. So wie diese Piranhas da. Oh Mann, Wasserlevel, ey. Wassertempel, meinte ich, ey. Bestimmt auch wieder so schlimm wie in Ocarina, ey. Ocarina of Time meinte, ja, was los, ey. Piratenbucht, ist hier irgendwas? Ich bräuchte mal eine Eule oder sowas, die ich schlagen kann, damit ich hier mal wieder hinkomme. Nur Rubine. Kann ich die Fische fangen? Würde mich jetzt interessieren. Ja, ein Fisch. Du hast einen Fisch gefangen. Ich wette, ich brauche den für irgendwas. Deswegen nehme ich den mal einfach mit. Weil ich es kann. Nur Rubini, was ist los? Alter, was soll ich hier machen? Ein Vogel. Da unten ist was. Schade, dass ich nicht im Wasser Pfeile schießen kann. Wäre irgendwie geil. Da hinten ist irgendwas. Seht ihr es? Da hinten diese Staubwolke da. Ich gehe erstmal. Wohin soll ich denn? Dahin. Da, genau da. Dieses komische Ding da. Ich habe keine Ahnung, was hier sein kann. Oder was ich hier machen soll. Naja, werden wir schon rausfinden irgendwie. Okay, ihr wisst es bestimmt, aber ich noch nicht. Ich spiel's ja blind. Das war, glaube ich, ein Fehler, dass ich's blind spiele. Da oben steht dieser komische Freak, der mir die Karten verkauft. Ich hoffe, das ist das. Aber ich dachte, das ist jetzt die originale Eule da. Die mit mir labert da. Und dann diese chillige Musik kommt. Stier! Und? Was ist hier? Da oben chillt der Typ. Ich kauf mal eine Karte oder so. Wo ist denn der? Da. Fall! Ja. Und ich hoffe, 25 Rubine reichen. Ja, komm. Den Text bringst du jedes Mal. Schädelküste, Felsenturm. Oh, ich kann sogar die von Felsenturm kaufen. Schädelküste. Jederzeit bereit. Tinkel, tinkel und komm mal limpa. Cool und limpa. Diesmal ich nicht. Naja, wenigstens habe ich jetzt eine Karte. Also war dieser Part nicht völlig umsonst, Martin Team ist Forschungslabor. Forschungen
der Wasserqualität im Martin. Ist das diese alte Schachtel von Ocarina of Time? Oder? Ja. Oder ist das ein R? Ich weiß nicht. Ich denke, das ist eine V. Oh, Kamerasicht, komisch. Das ist ziemlich großer Fisch. Ich wette, dieses Monsum könnte einen kleinen Fisch im Hubs verschenken. Das wollen wir nochmal rausfinden. Und? Was passiert? Hom nom nom nom. Aha. Ich wusste doch, dass der Fisch für irgendwas gut ist. Spät dran sind sie. Sie sind spät dran. Was bloß machen diese Zoras? Hm, was ist los, Kleiner? Du hier bist, um zu sehen, die Zora-Babys schlüpfen? Ich auch bin sehr aufgeregt, aber noch nicht eingetroffen sind die. Ein bis drei Tage es dauert, bis Zora schlüpfen aus ihren Eiern. Aber sie sterben könnten, wenn sie nicht liegen in diesem Aquarium. Die Wassertemperatur gestiegen ist. Der Grund dafür, dass seltsame Wetter sein muss. Zora-Eier sehr empfindlich. Sie sind gegenüber Temperaturschwankungen, um schlüpfen zu können. Der einzige Weg dieses Aquarium ist, welches ich vorbereitet habe vor einiger Zeit. Die Zoras ganz genau das wissen, trotzdem sie sehr spät sind. Obwohl etwas passiert ist in der Zora-Höhle, ich mich frage. Zora-Höhle. Wo können die sein? Da? Nee, ja. Oder? Da ist er. Das ist auch irgendwas. Ich gehe erstmal dahin. Ups, Salto. Ich gehe erstmal dahin, weil auf der Karte ist da so ein kleines, komisches Ding, sag ich mal. Dieser kleine Nippel da. Wow! Ugh. Ist da jemand? Ugh. Bitte! Hilf mir! Hans Ufer! Aktion! Ja komm, schaffst du, Link, du bist Lord. Komm schon, Link. Oh, ich hab ihn getötet. Oder? Was hat denn der? Jetzt fällt er um. Und Link guckt einfach weg. Sieht so aus, als ob er gleich umkippt. Oder? Ja, mach mal hinger. Wohin willst du? Sag mir, wohin willst du? Und Link, hinterher, was machst du da hinten? War so klar, dass er umkippt. Link chillt dann noch, anstatt ihm zu helfen. Oh, ich bin Mika vom Volk der Zora-Gitarristen der Zora-Band. Ich glaube, dies sind meine letzten Worte. Willst du mir zuhören? Ich höre. Eins, zwei, drei. Oh Baby, hör mir zu. Bald beginnt der Karneval. Alle warten auf unseren Auftritt. Aber dann hat uns unsere Sänger plötzlich diese merkwürdigen Eier gelegt und hat dann auch noch ihre Stimme verloren. Wow! In der Schädelburg gehen eigenartige Dinge vor, eigenartige Dinge. Oh Baby, hör mir zu, ich will nicht betteln. Gerudo Piraten, sie haben die Eier gestohlen. Ich wollte die Taten aufhalten, aber dann haben sie mich aufgehalten. Baby!
Baby, muss ich nun sterben? Selbst wenn es so ist, finde ich keinen Frieden, keinen Frieden. Bitte, jemand muss sie retten, bevor die Piraten sie finden. Oh, bitte, will denn niemand meine Seele heilen? Ja, für. Das war alles. Ich danke dir. Und bitte, meine Seele, heile sie. Ah, ich weiß ganz genau. Aber ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Also dann, ciao, ciao, ciao.